Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe die Maschinenzeit mal ein bisschen runtergeschraubt, sodass ich hoffe, dass es nicht mehr 200 Jahre hier dauert. Hier hinten das Teil. Mal gucken. Ist schon sehr hell hier, ne? So, hier haben wir was drin, das ist gut. Und das auch hier neu. Wie lange braucht das jetzt? 6 Stunden, das ist gut. Ich weiß nicht, ob das auch dazu zählt, aber das ist eher bleibend. Ernten hier auch. Genau, das Ding haben wir ja auch neu. Mal gespannt, wie sich das alles hier so anstellt. Dafür können wir ja hier die Dinger machen. Wir haben jetzt hier ja, das war glaube ich hier, ne? Ist das, ne? Hier. Herstellen, ne? Das kann man schon herstellen, das ist gut. Aber irgendwo hier, ah da. Diese Bolzen, genau. Sind immer 10, ne? Machen wir hier die 150, okay. Haben wir hier so ein bisschen mal drin. Schön ist, das können wir hier reinpacken. Genau, 350, so. Das dürfte das sein. Genau. Wir haben doch hier einen. Mal kurz gucken. Wo ich jetzt das vergesse. Hier haben wir bestimmt irgendein Schild. Möbel. Das können ein Bodenschild, Wandschild bauen. Und dann können wir hier sagen, schreiben. Das ist jetzt Pfeiler. Fertig. Das müsste dann da hinten Gun sein. Das ist dann die Gun. Ja. Nee. Die Hauptschaltung, die können wir erstmal ausmachen. Dass da hinten voll wird, ne? Dann haben wir hier Flammenwerfer. Das sind Fallen hier. Müssen die Fallen sein, komplett. Und das ist hier der Flammenwerfer. Shall we take a breather for a moment? Hoffe, dass es nicht brennt und wenn dann nur das, ne?
Das heißt, wir haben jetzt hier auch alles außen fertig, ne, aufgewertet. Und repariert. Ändern, ändern, ne? Ändern können wir es noch. Das heißt, da brauchen wir die noch. Fallenänderungsklingen. Sollten wir eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Ich würde gerne noch eine beide voll. Ich würde gerne noch wie einmal eine Batterie umbauen. Zwei Batterien, ein Schalter. Zwei Batterien, ein Schalter. Zwei Stecker, ein Schalter, so. Ein Schalter. Aber da ist doch richtig. Zwei Gummi und zwei Kupfer. Zwei Gummi und zwei Kupfer ist hier. Also wir brauchen vier Batterien, oder? Drei Batterien so. Den Neger. So, du kannst mal hier stehen bleiben. Ich hoffe, ich habe noch genug. Ja. Jetzt gucke ich mal eben, kann ich noch einen Schalter hier dann links bauen? Einfach hier einen, ja doch, einen Hauptschalter. Der wäre gut, ne? Ein Schalter zweimal. Fünf Nägel. Was hier? Mensch, diesmal wirklich ein Schalter, fünf Nägel. Die Nägel haben wir nicht mehr. So, den hier hinten irgendwie herstellen. Verlegen. Fünf Nägel. Hier, ne, hier, der, nee, der, und auch nochmal 5, also brauchen wir nochmal 10 zerlegen. Okay. 10 zerlegen, wo ist hier das? Herstellen, so. Aber Plastik ist es, ne? Ne, Gummi. Dann können wir nämlich an der Wand den Schalter machen. Und von da geht es dann immer rüber, ne? Ja, besser. Den hier hin.
gucken, ob wir die 5 haben das hier aufgewertet. Elektrische Platte, Impuls. Elektrische Platte und Impuls. Mal gucken. Elektrische Platte, Impuls. Mal gucken. Einfach genug Strom haben. Okay, 5-mal Kupfer brauchen wir dann trotzdem, okay. Und Nägel. Und Nägel. Haben wir denn oben das aus? Nicht. Oben ist an. Trying to take my stuff again? Du hast nichts dabei, okay. Du kannst erstmal essen, bis du kannst einstecken, ne? Mal was ist so. Dann haben wir hier F ist eine wichtige Taste. Eisenerze. F und Kupfer. Wir gehen mal eben los. Er spielt gerade Deutschland. Bin gerade jetzt nicht dabei, aber denke mal, dass es da ein Tor gab. Von dem Bergboarding sollten wir noch was bauen, glaube ich, ne? Also 2-mal Kupfer zumindest. Ich möchte gerne die Batterie nochmal aufwerten. Halt auch wichtig, ne? Die Batterie. Da vorne könnte was sein, mal gucken. Nur Stein, naja, auch.
Ja, durch den Schatten oder durch die tiefe Sonne sieht manches so dunkel aus, ne? Müsste einiges bei sein hier, ne? Mal gucken, hier sieht es dunkel aus auf jeden Fall. Hier die 5 Erze noch bekommen, die Kupfererze. Reparieren. Wir haben jetzt so ein Kupfer. Die handgemacht reparieren. Wäre natürlich gut, wenn wir jetzt die noch mal reparieren. Dabei, okay. Komm, schlag mich dazu. So, mal gucken. Ich will noch mal gucken hier die Produktion. Die sind, glaube ich, hierbei, ne? Dann. Kupfer, das ist mal gut. Wir sollten auf jeden Fall noch 90 Jahre Eisen. Das aber. Wir sollten die Tür da aber zumachen zu dem Gehege, wo wir alles drin haben.
Also hier, das sollte zu. Oh. Jetzt nicht mehr zu. Glaube ich, Quadrat herstellen. So. Quadrat 1, 2, 3, 4, 5. Damit wir jetzt das Ding herstellen können. Was? Das muss, das haben wir. Was ist denn noch da? Reicht das dann fürs Update? 5 Nägel noch, okay. Dann geht das drüber so. Ein Motor, eine Batterie und ein elektronisches Teil. Ein Motor, Batterie, elektronisches Teil. Motor. Ein Eisen. Das sollten wir noch hinkriegen, glaube ich. Motor. Elektrisches Teil, aber das nehmen wir hier drin. Motor, Batterie. So, das elektrische Teil. Ein Kupferdraht, ein Eisendraht. Ein Kupferdraht. Nee. Ein Eisen. Das elektrische Teil dann dahin. Ne, was ist das? Eisenbahn doch. Eisenbahn nicht gebaut. So, da jetzt herstellen. Dann 30. Nicht 30 Nägel. Und 5 Eisenbacher. 5 Eisenbacher. So, dann haben wir jetzt erstmal genug, ne? Würde ich das gerne nochmal hier hinsetzen. Nicht noch so eins so. Ja, dann habe ich hier nämlich ein bisschen Eisen und so. Immer gut. Ja, wir sind bei 24 Minuten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir auf jeden Fall. Wir haben gut vorbereitet. Wir haben wieder ein paar Schilder angebracht. Wir haben, was ich finde wichtig, die dritte Batterie hier angebracht. Die ist jetzt voll, aber die andere lädt jetzt auf.
Das sollten die zwei Windräder erstmal reichen, glaube ich. Glaube ich dann ganz gut, ne? Keine, das passt schon ganz gut. Die sind alle miteinander verbunden. Und laden rüber, das ist halt wichtig, ne? Von daher, wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt. In der nächsten Folge, ne? Bis dahin. Tschüss.